Samstag im thüringischen Gera. Rechte Protestler im Wutmodus. Es geht gegen Innenministerin Faeser und seit dem Verbot des rechtsextremen Kompaktmagazins auch gegen die angebliche Einschränkung der Pressefreiheit. Verschwinde von meiner Leute hier. Gott, ah, ja. Du gehst mal auf die Presse. Moment, ich darf nicht. Nimm die Kamera weg. Ich darf nicht. Nimm die Kamera weg. Ich hau dir deine raus. Du überlebst du da heute nicht. Mitte Juli wurde das Kompaktmagazin vom Innenministerium als zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene verboten. Jahrelang hatte der Verlag von Jürgen Elsässer den Genderwahn angeklagt, den Blackout heraufbeschworen und die grüne Politik an den Pranger gestellt. Hasspropaganda, die mit Journalismus nichts zu tun hatte. Nach dem Verbot wurde auch das geplante Sommerfest von Kompakt untersagt. Als daraus plötzlich ein Fest der Pressefreiheit werden sollte, wurde es den Behörden zu bunt und die Party auf dem Rittergut abgesagt. Samstag früh ist das abgelegene Gut, auf dem die Unterstützer von Kompakt feiern wollten, von der Polizei umzingelt. Wir hatten Anhaltspunkte dafür, dass es sich hier um eine Ersatzveranstaltung handeln könnte für diesen verbotenen Verein. Deswegen ist es ein Verbot erlassen worden von der Polizeiinspektion. Und wir sind jetzt hier mit Kräften im Einsatz, um dieses Verbot umzusetzen. Besitzer der stattlichen Anlage in Nöbeditz ist der rechtsextreme Ex-AfD-Politiker André Poggenburg. Als er die AfD verließ, gründete er die Partei Aufbruch Deutscher Patrioten. Seitdem herrscht in Poggenburgs Kopf politischer Buchstabensalat. Faschismus, Antifaschismus, Bolschewismus, Kommunismus, Nationalsozialismus, all diese Dinge sind doch heute gar nicht relevant. Heute geht es doch um ganz andere Probleme und die sollten wir anpacken. Aber in den Netzwerken sind ja auch Neonazis. Die gibt es sicherlich auch. Also in den Netzwerken wird es Neonazis geben, da wird es Kommunisten geben, da wird es Bolschewisten geben. In Ihrem Netzwerk, in Ihrem persönlichen Netzwerk. Sagen wir mal so, wahrscheinlich weniger als bei den Grünen. Poggenburg spielt seit Jahren am äußersten rechten Rand. Auch aus seiner Russland-Freundschaft macht er keinen Hehl. Auftritt André Poggenburg, ehemals AfD. Geblieben sind die Umsturzfantasien. Sollte es wirklich noch einmal zu einem Krieg gegen Russland kommen, dann werden wir kämpfen, ja. Aber unser Ziel wird nicht Moskau sein, unser Ziel ist Berlin. Liebe Freunde, ja. Habe ich eben richtig verstanden, dass Sie zum Marsch auf Berlin aufgerufen haben? Nee. Ich habe gesagt, wenn gekämpft werden muss, wenn die Deutschen in einen Krieg gestürzt werden, dann werden sie sich nicht gegen Moskau, sondern gegen Berlin richten. An diesem Samstag geht es aber erstmal vom Rittergut ins 40 Kilometer entfernte Gera. Obwohl überall Kompakt draufsteht, will niemand etwas dazu sagen. Wird Kompakt nicht mit C geschrieben? Welches Kompakt meinen Sie denn? Ist das hier nicht die Ersatzveranstaltung für das Kompakt-Sommerfest? Nicht, dass ich wüsste. Wir haben hier eine Veranstaltung für Frieden, Freiheit und Pressefreiheit. Hat gar nichts mit Kompakt zu tun. Hat gar nichts mit Kompakt zu tun. Jetzt wieder Volksmusik und Sie dürfen das alle mitmachen. Komisch, dass sich unter die rund 300 Teilnehmer dann auch der Ex-Chefredakteur und Ex-Verleger von Kompakt, Jürgen Elsässer, mischt. Tag, Herr Elsässer, Spiegel TV. Was passiert denn heute hier? Spiegel gebe ich kein Interview. Aber Sie haben sich doch gerade erst für Pressefreiheit eingesetzt. Das hat sich aber schnell geändert. Wir sind nur Besucher hier. Ich bin für Pressefreiheit. Die Frage ist bei Herrn Elsässer nicht wofür, sondern wogegen er ist. Seit Jahren tingelt er durch die deutsche Protestlandschaft, macht 2014 auch keinen Hehl aus seinem antisemitischen Weltbild. Wer gehört denn zu dieser Finanzoligarchie? Die Herren Rockefeller? Rothschild, Soros, Schodorkowski, das englische Königshaus und das saudische Königshaus. Ein Allrounder der Tabubrüche, der wiederholt im russischen Fernsehen zu Gast war. Als Putin-Unterstützer und für Pressefreiheit sein, wie passt das so zusammen? Okay, das erkläre ich mal. Auf die Erklärung warten wir vergeblich. Richtig pressefreundlich scheint hier ohnehin niemand. Spiegel TV, warum sind Sie heute hier? Schnauze. Was haben Sie mit der Veranstaltung dafür? Ich bin da hinten am Demonstrieren und werde hier weggeschickt. Ich weiß es nicht. Ich will nur zu meinen Freunden da hinten. Würden Sie sich als Neonazi bezeichnen? Nee, warum? Ich kann nicht meine Kamera wegtreten. Hm? Würden Sie nicht? Nein, würde ich nicht, nee. Okay. Und Sie? Und Sie? Na dann, passt ja. Schönen Abend noch, ne?
Auf der Veranstaltung werden vereinzelt auch Symbole in Anlehnung an die Nazizeit gezeigt. Unter dem Deckmantel der Pressefreiheit ist offenbar alles erlaubt. Also, willkommen im besten Deutschland aller Zeiten, liebe Freunde der Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, der Wahrheit. Das ist auf Video. Das war jetzt nicht so persönlich gemeint. Doch, das war genauso gemeint. Naja, es war Was sagt denn der Herr Poggenburg dazu? Das Erste, was ich gesehen habe, als ich auf den Parkplatz kam, war eine Gruppe Neonazis. Die stehen sogar noch da drüben. Was halten Sie denn davon? Also ich weiß nicht, wer jetzt ein Neonazi ist. Kann ich nicht. Ich sehe da nur Meinungsfreiheit in Gefahr. Das zeigt dir also eher, also dass man... Das kann man jetzt nicht weg. Wo ist eins? Das kam gerade auf Sie zu, Herr Poggenburg. Wo? Gerade an Sie vorbeigelaufen. Weiß ich. Was ein Adolf? Adolf und darunter eine 8. Haben Sie gar nicht gesehen? Nö, habe ich nicht gesehen. Wir helfen gern noch einmal auf die Sprünge. Hier nochmal zum Mitlesen. Aber was halten Sie davon? Das war ja klar so. Also, finde ich nicht gut, vor allem finde ich auch deplatziert. Und ich sage auch immer den Leuten, da sollen sie doch irgendwo anders hingehen. Wenn sie sich treffen wollen und sowas zum Ausdruck bringen wollen, gibt es bestimmt andere Möglichkeiten. Sollen sie sich in irgendwelchen Kameradschaften oder was weiß ich treffen? 50 Meter weiter, am Souvenirverkaufsstand. Hier gibt es alles. Und vieles ist wirklich von gestern. Welche Idee ist denn nicht gestorben? Welche Idee ist nicht gestorben? Naja gut, das ist ja eigentlich relativ eindeutig. Also ich sag mal, allgemein der Nationalismus ist damit natürlich gemeint, aber wir dürfen natürlich auch nicht jeden Aufkleber hier wortwörtlich nehmen. Das ist halt auch ein bisschen Provokation mit drin. Aber Sie meinen jetzt nicht den Nationalsozialismus zufällig? Da kann man natürlich viel reininterpretieren und man kann und soll natürlich auch das mit reininterpretieren. Ja. Der Mann mit dem großen Interpretationsspielraum ist Patrick Schröder, kein Unbekannter. Hier Aufnahmen von 2014. Damals schult Schröder rechte Nachwuchskräfte. Sein Motto? War alles nicht so schlimm mit dem Nationalsozialismus. Es gibt auch Leute, die haben das Dritte Reich im Mai 1945 bis zum letzten Tropfen Blut verteidigt. Wie schlimm kann denn die Diktatur da gewesen sein, wenn das immer noch Leute machen oder damals gemacht haben? Es gibt Leute, die sagen, es ist eine Katastrophe damals gewesen. Es gibt andere Leute, die sagen was anderes. Aber was gab es denn damals, was überhaupt gut war? Was gab es damals, was es gut war? Schauen Sie sich die Straftatenstatistiken an, zum Beispiel. Kennen Sie nicht, Sie kennen nur 6 Millionen, ja, ist klar. Zurück nach Gera, wo es eine weitere bekannte Größe der Szene hinverschlagen hat. Martin Sellner, Österreicher und Galionsfigur der Neuen Rechten. Seine kruden Thesen, verfasst auch in einem Buch, treffen hier auf Zustimmung. Nach Deutschland durfte der rechte Österreicher zeitweise nicht einreisen. Herr Sellner, ja? Warum haben Sie denn den weiten Weg hier auf sich genommen? Ja, wegen den guten Bratwürsten, selbstverständlich. Warum sonst? Es geht nicht um die Wurst, sondern um Hetze. Das angebliche Fest für die Pressefreiheit. Es ist eher ein rechtes Trauerspiel.